Nur ein Wort kann das folgende Spiel beschreiben. Brillant. Super Metroid, nicht nur eines der besten Spiele seiner Generation, sondern eines der besten aller Zeiten. Anders als die meisten Actionspiele gibt es keine Levels, sondern man erforscht den Planeten Zebes von der Oberfläche bis in die tiefsten Tiefen auf der Jagd nach den Weltraumpiraten sowie dem letzten Metroid. Im Laufe der Expedition findet man neue Waffen und Gegenstände, mit denen man neue Gebiete erschließen kann, wie zum Beispiel die Gravity-Rüstung, die Bewegungsmöglichkeiten im Wasser verbessert, oder der Morphball, mit dem man kleine Tunnel durchqueren kann. Aber nicht nur das Gameplay überzeugt auf ganzer Linie, auch die Atmosphäre ist einfach unglaublich. Selbst heute erzeugt das Spiel eine Spannung, die sich leider nicht mit diesem Video vermitteln lässt. Ihr müsst es einfach selbst gespielt haben. Ganz allein auf einem feindlichen Planeten und gefangen in einem riesigen Höhlenlabyrinth, während im Hintergrund einer der einprägsamsten Soundtracks der Videospielgeschichte das Gefühl eines düsteren Abenteuers vermittelt. Salut von Shigeru Miyamoto, dem größten Spielentwickler aller Zeiten. Und nun aus dem finsteren Gewölbe ab in die Lüfte in Pilot Wings. Eine recht populäre Lizenz zu der Zeit, aber seltsamerweise ward sie nach dem N64-Nachfolger nicht mehr gesehen. Schade eigentlich, das Spiel hatte was. In Pilot Wings sollt ihr ausgebildet werden, um am Ende des Spiels einen heiklen Einsatz mit einem Kampfhubschrauber zu fliegen. Jedoch ist das eher ein Bonus, denn der Kern des Spiels zielt ganz klar auf die Flugstunden und anderes Training, das mit Fliegen zusammenhängt. Hier also meine erste Flugstunde und gleich vorweg meine erste Frage. Warum werde ich in einem Doppeldecker ausgebildet, um später einen Hubschrauber zu fliegen? Das ist doch, als würde man einen Waffenschein mit einer Zwille machen. Egal, konzentrieren wir uns auf das eigentliche Spiel. Neben dem Doppeldecker gibt es noch Einlagen mit Jetpack, Fallschirm und Hängegleiter, aber auch versteckte Bonusmissionen wie der Penguin Dive. In den Übungen sammelt ihr Punkte, habt ihr in den zu bewältigenden Aufgaben genug gesammelt, dürft ihr zum nächsten Trainer. Und der Schwierigkeitsgrad zieht ganz schön an. Mir wird es deshalb schon recht früh etwas zu schwer, da ich nun nicht unbedingt der begabteste Pilot bin. X-Men Mutant Apocalypse, was für ein grandioses Beat'em-up. Für Professor X geht ihr mit entweder Wolverine, Cyclops, Psylocke, Beast oder Gambit an den Start. Natürlich jeder mit seinen speziellen Fähigkeiten ausgerüstet, wie es sein muss. Im Laufe der Story, die übrigens in schönen kleinen Sequenzen vorangetrieben wird, so zum Beispiel, wunderbar, kämpft ihr gegen einige bekannte X-Men-Feinde, um letztendlich von dem enorm schweren Apocalypse fertig gemacht zu werden. Mit etwas Glück und Können kann man ihn aber überwinden. Nun denkt man, das Spiel ist aus, aber was ist das? Verdammt, die Bruderschaft der Mutanten tritt auf den Plan und das Spiel geht nach dem namensgebenden Endgegner noch weiter. Einfach abgefahren. Der Schwierigkeitsgrad zieht enorm an und ich bezweifle, dass man ohne Mogelmodul allzu weit kommen kann. Ich meine, ein Kampf Mann gegen den Juggernaut war schon im Comic gemeint schlechte Idee. Nach einigen weiteren Intermezzo, mit zum Beispiel Omega Red, kommt ihr zu Magneto, der euch dann aber wirklich brechen wird. Ein äußerst spaßiges, aber hammerhartes Comic-Vergnügen. Willkommen, liebe Hobbykünstler, zu Mario Paint. Es handelt sich dabei mehr um ein Programm als um ein Spiel. Hier kann man der Kreativität freien Lauf lassen. Im Vordergrund steht dabei das Malen mit den üblichen Paint-Tools. Aber auch einige coole Sachen wurden eingebaut, wie zum Beispiel der Stempel, wenn man nicht so gut zeichnen kann. Und wenn einem die Stempel nicht genug sind, kann man sie editieren oder gleich ein paar neue machen mit dem Stempel-Tool, in dem man Pixel für Pixel seine Stempel zusammenschustern kann. Also bei mir sehen Zeichenversuche dann so aus, eher erbärmlich, ich weiß, aber dass es auch gut geht, zeigt die Malbuch-Funktion, wo man auch einfach mal nur die Füllfarbe schwingen muss. Abgesehen davon kann man auch kleine Animationen machen, damit das jetzt aber zu viel Aufwand wäre, lasse ich es bleiben. Dann gibt es noch den Musikeditor, wo man sich auch akustisch austoben kann. Haha, nennt mich den 16-Bit-Hofen. Und zum Schluss kommen wir noch zu dem äußerst unterhaltsamen Spiel Gnat Attack. Ich muss dazu nichts sagen, weil alles, was man wissen muss, sieht man ja. Dieses Spiel wäre jedoch unspielbar ohne ein kleines Extra, das zusammen mit Mario Paint ausgeliefert wurde. Die Nintendo Maus, juhu! Wo doch jetzt der Film so ein großer Erfolg war, dachte ich, ist es an der Zeit, eines der unzähligen Simpsons-Spiele auszugraben. Und eines der bekanntesten war Bart's Nightmare. Nun, worum geht's? Ihr seid Bart, ihr macht eure Hausaufgaben im Schlaf und jedes geschaffte Level bringt einen in der Gesamtwertung eine Note hoch. Das Spiel beginnt und ihr rennt auf den Straßen von Springfield umher, immer auf der Flucht vor Lisa als böser Fee, die einen in einen Frosch verwandeln will, vor Jimbo und seiner Gang oder auch vor Ottos Schulbus. Hin und wieder schwirren Blätter durch die Gegend, auf die man springen muss, um eins der Level zu betreten. Insgesamt gibt es 5 davon. Bartzilla, Bartman, Indiana Bart, irgendein Taucherlevel sowie Bart vs. Itchy und Scratchy. Mein Favorit ist Bartman. Es macht einfach Laune, Sachen abzuschießen. Und die Gastauftritte vieler Simpsons-Charaktere sind einfach der Brüller. Wäre das ganze Spiel einfach nur ein Bartman-Spiel geworden, so hätte es, denke ich, ein großer Hit werden können.
Ah, dann gibt's ja immer noch Indianerbart, in welchem man wie seinerzeit das komische Telefi Hugo über Plattformen voller Fallen hopsen muss. Doch wo die sind und wie man sie überhaupt erkennt, ist unklar. Es ist schlichtweg unfair und frustrierend. Schade um die vielen guten Ansätze. Zum Abschluss lassen wir es nochmal richtig knallen mit der Umsetzung eines meiner absoluten Lieblingsfilme Demolition Man. Bevor ich also gleich mit dem Spiel beginne, möchte ich euch diesen Film wärmstens ans Herz legen. Die Ironie in diesem Film ist schlichtweg genial. Aber nun zum Spiel. Welche Überraschung, es ist ein Actionspiel. Was hat man also zu erwarten? Ja, Rennen und Ballern, also aus der Kategorie Run and Gun. Aber hey, das muss ja nichts Schlechtes sein. Viele großartige Spiele funktionieren genauso. Das Spiel besteht aus zwei Teilen. Der erste sind Sidescroll-Level. Und das ist meiner Meinung nach auch der beste Part des Spiels. Die Grafik ist echt schick, die Sound- und Knalleffekte machen einiges her und die Action macht Laune ohne Ende. Schießen, in Deckung rollen, Granaten werfen, ja, so sehen wir unseren Stallone am liebsten. Natürlich hat auch Gegenspieler Simon Phoenix seine Auftritte und Kämpfe. Der andere Teil sind die Level mit der Draufsicht, die hätte man sich allerdings echt sparen können. Da man sich dauernd verläuft und sie auch allgemein eher langweilig sind. Geiseln retten hat noch nie Spaß gemacht und die Optik kann sich auch nicht messen mit den anderen Leveln. Aber ich will nicht zu viel meckern, denn es ist ein sehr gutes Spiel, wenn auch kein Must-Have-Titel. Damit will ich mich nun verabschieden und euch noch viel Spaß beim Daddeln wünschen.